Herr Professor Zulay, der Vortrag war ja sehr interessant, aber was heißt genau für Sie der Traum vom guten Schlaf? Nun, das ist ja ein zweideutiger Titel sozusagen. Das bedeutet, dass manche Leute eine völlig falsche Vorstellung haben von dem, was Schlaf ist. Sie haben einen Traum, der aber nicht Realität ist. Auf der anderen Seite steckt natürlich auch der Wunsch dahinter, dass viele davon träumen, endlich mal wieder gut zu schlafen. Aber das muss man zueinander bringen, diese vielleicht falschen Vorstellungen und diesen Wunsch, gut zu schlafen. Welche genauen Risiken birgt denn dann überhaupt mangelnder Schlaf? Zum Beispiel dieses dick, dumm und krank. Zu wenig Schlaf macht krank, dumm und dick. Das hört sich vielleicht heftig an, ist auch bewusst so vorgetragen, so drastisch. Aber eins ist wichtig, jeder einzelne Punkt lässt sich wissenschaftlich belegen. Das heißt, der Satz stimmt. Wir brauchen den Schlaf, um gesund zu bleiben, um fit, auch geistig fit zu bleiben und um kein Übergewicht zu bekommen. Könnten Sie einen Punkt daraus genauer erklären? Es gibt sehr viele Studien, gerade aus der neueren Zeit, die belegen, dass wir im Schlaf das am Tag Gelernte und auch Erfahrene noch einmal mit dem Gehirn durchspielen und durch dieses Wiederholen festigen sich überhaupt erst die Inhalte. Nachdem ich geschlafen habe, kann ich das vorher Gelernte besser wiedergeben als ohne Schlaf. Was heißt für Sie genau dann eigentlich Schlafqualität? Schlafqualität bedeutet vor allen Dingen, dass wir genügend Tiefschlaf haben, also nicht die Dauer ist es, sondern dass wir den Tiefschlaf haben, den wir brauchen und dass die Schlafstruktur, das heißt der Wechsel vom tiefen Schlaf zum Traumschlaf im richtigen Rhythmus stattfinden kann. Wenn das der Fall ist, dann sind wir am nächsten Tag auch ausgeschlafen und dann war die Qualität gut. Wie stehen Sie denn zu dem Thema Tagschlaf bzw. Mittagsschlaf? Ist da was dran oder ist das eigentlich nur Politik? Wir sind biologisch vorprogrammiert. Es ist eine biologische Notwendigkeit, eigentlich mittags zu schlafen. Nur unsere Industrialisierung hat dafür gesorgt, dass diese Notwendigkeit nicht mehr erfüllt wird sozusagen. Maschinen können durchlaufen. Da hat sich der Mensch angepasst und das war ein Fehler, weil wir wissen, wenn ich mich mittags hinlege, bin ich anschließend um 35% leistungsfähiger und das Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen, sinkt auch um über 30%. Es ist also gesund und macht noch fitter. Das Thema Durchschlafen. Wie werden denn dann überhaupt Durchschlafstörungen gezielt behandelt? Wenn jemand Durchschlafschwierigkeiten hat, dann ist es wichtig, dass sich zuerst einmal informiert, was ist Schlaf, was kann ich überhaupt vom Schlaf erwarten. Dann muss er auf die sogenannten schlafhygienischen Regeln achten. Das ist also alles noch Selbsthilfe, das ist ja der wichtigste Teil dabei. Wenn das aber alles nicht ausreicht, dann kann ich entweder zu Psychologen gehen und die sogenannte Verhaltenstherapie durchführen. Oder wenn das auch nicht ausreicht, dann ist der Arzt gefragt, der zumindest befristet mit Medikamenten aushelfen kann, bis man selber wieder den richtigen Schlaf gefunden hat. Sie haben auch in Ihrem Vortrag gesagt, Entspannung suchen und nicht Schlaf. Was verstehen Sie genau darunter? Wir können Entspannung suchen, wir können Entspannungstraining lernen oder selber Strategien entwickeln, wie wir entspannen können. Wenn ich entspannen kann, kann ich auch schlafen. Wenn ich dagegen versuchen würde, zu schlafen, schlafen zu wollen, dann mache ich genau das Falsche. Das ist ja eine Anstrengung, dann kann ich erst recht nicht schlafen. Also indirekt den Schlaf finden, indem ich die Entspannung suche. Was meinen Sie dann eigentlich mit dem Begriff Schlafkultur? Was bedeutet das genau? Unter Schlafkultur verstehe ich vor allen Dingen, dass man den Schlaf und alles, was zum Schlaf gehört, als etwas Positives betrachtet, wo ich mich darum kümmern muss, was ich selber entwickeln muss. Ja? Schlaf ist Genuss, ist was Schönes. Was muss ich jetzt dafür tun? Und dieser positive Inhalt, diese positive Bedeutung des Begriffs Kultur finde ich sehr wichtig auf den Schlaf zu übertragen, weil ich den Begriff Schlafhygiene nicht für sehr positiv halte. Und zum guten Schluss vielleicht, wie wichtig ist das Klima für den guten Schlaf tatsächlich? Also ich meine dann differenziert Bettklima oder auch vielleicht Raumklima? Das Klima im Raum und
unter der Bettdecke sozusagen, scheint wichtiger zu sein, als wir bisher angenommen zu haben. Es ist ja bisher auch sehr wenig wissenschaftlich untersucht worden, aber wir wissen inzwischen, dass das Klima einen doch deutlichen Einfluss auf die Schlafqualität hat. Ich habe zum Beispiel mehr Tiefschlaf, wenn das Bettklima stimmt. Und damit das Bettklima stimmt, muss auch das Raumklima stimmen. Und ich glaube, da müssen wir auch noch in Zukunft wesentlich mehr dran arbeiten, um den Schlaf zu verbessern, gerade unter diesem Aspekt Raumklima, Bettklima. Recht herzlichen Dank für das Interview und uns allen allzeit guten Schlaf. Dankeschön.